Das Podium nochmals vorzustellen ist quasi Wasser in die Limmat gießen. Ich mache es trotzdem. Viele oder die meisten von Ihnen werden die Autorin kennen. Deborah Boxler verstärkt heute Abend mit zwei Professoren der Uni Zürich. Zum einen Jakob Tanner, Professor Emeritus, wie es heißt, und natürlich auch bekannt als Mitglied der unabhängigen Expertenkommission, der sogenannten Bergier-Kommission. Und direkt zu meiner Linken Christian Koller, ebenfalls Titularprofessor an der Uni Zürich. Er leitet das Sozialarchiv, ein ganz wichtiges Archiv, und wie wir jetzt bereits in den Einleitungen gehört haben, die ganze Frage nach Archiven, Zugang zu Archiven, ist eine zentrale und von daher auch eher eine Wunschbesetzung. Damit alle wirklich auf einem ähnlichen Stand sind, beginne ich mit einem kurzen Ausschnitt aus dem Buch, aus dem Vorwort, um einen gewissen Boden zu legen, dass wir alle vom Selben ausgehen. Das haben wir bereits gehört. Zweimal wurde der Archivzugang erbeten, verlangt, gefordert. Zweimal hat das nicht geklappt mit der Ems-Chemie. Was insbesondere Regula Boxer interessiert hat, waren die 550 Seiten Akten, welche die Bergier-Kommission dank ihrem sogenannten Archivprivileg 1999 schon mal einsehen konnte, aber auch dem war kein Erfolg beschieden. Jetzt also ein kurzer Ausschnitt aus dem Vorwort. Die Ems-Chemie ist nicht das einzige Schweizer Privatunternehmen, das sein Archiv fest unter Verschluss hält. Doch in ihrem Fall hat dies einen besonders schalen Nachgeschmack. Die HOVA lebte 15 Jahre lang von der öffentlichen Hand und den Konsumenten, die das teure Emser-Wasser, also den Treibstoff aus Ems, kaufen mussten, weil es dem Importbenzin beigemischt wurde. Das bedeutet, dass die Dokumente, welche die Geschäfte der HOVA vor Sommer 1956, also an der Zeitpunkt der Abstimmung, dokumentieren, zwar von der öffentlichen Hand finanziert wurden, dass die Öffentlichkeit aber keine Möglichkeit hat, sich nachträglich ein Bild von der Verwendung dieser Gelder zu machen. Die Informationspolitik der Ems-Chemie ist die konsequente Weiterführung der geradezu legendären Geheimniskrämerei des Firmengründers Werner Oswald. Jedes Jahr, wenn der Geschäftsbericht veröffentlicht wurde, kritisierte die Presse von links bis rechts, die HOVA habe die Schweigsamkeit zum Lebensstil ihrer Geschäftspolitik erhoben. Sogar die wirtschaftsfreundliche Zeitung Finanz und Wirtschaft mäkelte: Wenn ein Privatbetrieb seine Forschung geheim hält, die er mit eigenen Mitteln finanziert, so ist dies in Ordnung. Wenn aber ein Betrieb wie Ems, der von der öffentlichen Hand lebt, seinem Geldgeber und Gönner keine Auskunft erteilen will, wirkt diese Handlung grotesk. Teil von Oswalds Geheimsphäre war, dass er rings um die HOVA einen raffiniert verschachtelten Konzern errichtete, der laut einem Zeitgenossen juristisch und auch wirtschaftlich für den Außenstehenden völlig undurchdringlich war. Mitte der 50er Jahre bestand der Konzern neben der HOVA aus fünf Firmen: die Patwa, von ihr haben wir schon gehört, die baute die Werkanlagen und handelte mit Rohstoffen, Chemikalien und Waffen; die Inventa lizenzierte das industrielle Know-how aus Ems; die Fibron AG besorgte die Herstellung; und die Grillon AG den Verkauf der synthetischen Fasern. Und die Calanda SA entwickelte Raketen und Zünder. Der Konzern lag nicht allein in Werner Oswalds Händen, er war Familiensache. Seine zwei Brüder Rudolf Oswald, ein Jurist, und Viktor Oswald, ein in Madrid lebender Geschäftsmann und Waffenhändler mit besten Beziehungen zum Franco-Regime, hielten Verwaltungsratssitze und Stimmrechtsaktien. Oswald stieß mit seiner Heimlichtuerei auch ihm wohlgesinnte Menschen vor den Kopf. Er hat hinter jedem Menschen einen Nachrichtendienstler gesehen und hinter jedem Baum einen Agenten im Regenmantel, berichtete Bruno Sager,
einst Verwaltungsrat der Emserwerke und Direktor der Schweizerischen Bankgesellschaft. Seine Angst ist so weit gegangen, dass er selbst im Verwaltungsrat nichts erzählt hat. Auch die Bankenvertreter haben praktisch nichts erfahren. Er dachte immer, jemand wolle hinter seine Geheimnisse kommen. Das war geradezu krankhaft, aber ist ein ganz wesentlicher Zug an Werner Oswald. Unquote. Saber kam nicht auf die Idee, dass Oswalds Verhalten durchaus rational war, weil er, wie dieses Buch zeigt, einiges zu verstecken hatte. Vor den Behörden, vor der Öffentlichkeit und sogar vor der Justiz. Jakob Dammer, Christian Koller, Sie beide sind, wie wir gehört haben, Historiker und damit natürlich mit der Geschichte der Hova, die ja noch ziemlich einzigartig ist im 20. Jahrhundert, vertraut. Was haben Sie noch Neues erfahren aus diesem Buch? Neu, muss ich da noch einschalten. Neu sind natürlich verschiedene äußerst spannende, brisante Details. Wir sehen, wie dieses Opalm an Flugzeugkeks hängt und in einem Bürgerkrieg in Indonesien eingesetzt wird. Wir erleben sozusagen diese ganze Geschichte des schweizerischen Waffenhandels in der Grauzone der Legalität, auch illegal, nochmals an einem sehr plastischen Beispiel. Ich würde aber sagen, für mich sind jetzt so übergreifend drei Punkte wichtig. Der eine Punkt ist, wir haben es hier mit einem öffentlichen Unternehmen zu tun. Das wurde schon gesagt, das weiß ich. Aber was mir natürlich nochmal aufging, dieses Unternehmen hat sozusagen permanent tief gestapelt, öffentliche Gelder mobilisiert. Oswald hat die in seinem komplexen Firmenkonstrukt nachher so verteilt auf seine Untergesellschaften, das ist also überall versickert und er hat einfach gesagt, wenn die öffentliche Hand nicht weiter finanziert, dann schließe ich den Laden oder ich baue massiv Arbeitsplätze ab und als die Abstimmung für ihn negativ ausging, lief die Firma trotzdem weiter, also hat er eigentlich gelogen, er hat eigentlich die Unwahrheit erzählt. Es ist also eine reine Rhetorik des Lokalpatriotismus, der Mobilisierung auch von Gefühlen eines schönen Bergkantons für seine Unternehmenszwecke. Dieses Ausmaß der auch Irreführung der Öffentlichkeit, das wurde mir neu bewusst. Der zweite Punkt ist dieser Transfer von Know-how aus dem Deutschland, das kurze Zeit vorher noch das nationalsozialistische Deutschland war, wie nun verurteilte Kriegsverbrecher, die vorzeitig freigelassen werden, irgendwie in Donald Ames mit ihrem Wissen eine neue Produktionslinie, die dann in die Zukunft führt, diese Kunstphasen aufzubauen hilft. Das waren doch so gut zwei Dutzend solche Leute, die mit dem NS verstrickt waren. Und der dritte Punkt ist eben diese Geheimhaltung und das integriert sich, denke ich, natürlich in ein viel weiteres Feld, weil die Schweiz hat eben das Geheimnis auch zum Geschäftsmodell gemacht. Das hängt eben auch mit dem Bankgeheimnis zusammen, sozusagen wir sagen nichts, oder wir machen alles sehr diskret. Ein Land, das eigentlich die Diskretion in internationalen Geschäftsbeziehungen sehr lukrativ ja, umsetzt sozusagen in Unternehmenscashflow. Ja, ich kann da gleich anschließen. Also das ist mir auch so gegangen, aber einen anderen Punkt möchte ich eigentlich hervorstreichen. Der Verleger hat es schon kurz angedeutet, es liest sich wie ein Wirtschaftskrimi. Also quasi wir Historiker und Historikerinnen ja haben häufig die Tendenz, die Dinge dann abstrakt irgendwie strukturell auf den Punkt zu bringen und zu versuchen, wo dann aber die einzelnen Protagonisten und Protagonistinnen, wobei hier sind es ein, zwei, die Protagonistin, die das am Schluss vorkommen könnte, hat sich ja bisher auch noch nicht so gut geäußert.
ja, die verschwinden dann ein bisschen, oder? Und hier sind diese Figuren eben sehr auch detailliert dargestellt, auch woher sie kommen, wer mit wem in welcher Beziehung steht. Also es ist dann eben auch quasi die Ebene der Individuen, die dann eben auch so abstrakt, vielleicht ist es auch nicht so abstrakt, aber Konzepte wie Netzwerke, Verfilzungen und so weiter, dann wirklich ganz konkret deutlich macht. Und das ist eben in diesem Buch sehr schön aufgearbeitet, oder? Wir haben, ich weiß nicht wie viele Kapitel, aber schön portioniert, immer mit einer Einleitung, aber die Story geht dann immer irgendwie weiter. Und vielleicht, ich nehme an, Sie werden natürlich alle das Buch am Ende der heutigen Veranstaltung kaufen. Ich würde empfehlen, reservieren Sie sich dann wirklich 2-3 Tage, um es am Stück durchzulesen, weil sonst verlieren Sie, ist mir zum Teil ein bisschen so gegangen, irgendwo den Faden. Es gibt zwar hinten eben auch dann noch die Kurzbiografien, wo man dann wieder den Wiedereinstieg findet, wenn man den Faden verloren hat, aber lesen Sie es wirklich auch so, wie Sie eben auch einen spannenden Krimi oder eine Agentenstory lesen würden. Das Wesen einer spannenden Agentenstory eines Krimis ist ja, man sitzt mit dem Buch in der Hand da und denkt, das ist ja fast nicht möglich. Und wenn man es mit einem Krimi zu tun hat, dann ist es ja in der Regel eben auch fiktiv. Hier haben wir es aber tatsächlich mit Geschichte zu tun. Geschichte ist dynamisch, Geschichte wird aus der Rückschau selbstverständlich anders gelesen und erlebt als von den Menschen damals. Aber das, was uns heute wirklich schockiert an dieser Geschichte, wie Sie beide das jetzt exponiert haben, das wollen wir jetzt heute hier im Gespräch etwas dem noch ein bisschen auf den Grund gehen. Und was natürlich, so ist es mir gegangen, speziell interessant ist, das sind Kontinuitäten, die bis ins Heute immer noch einfach da sind, dass wir da vielleicht auch die eine oder andere Antwort bekommen. Pekola, du musst noch etwas warten, jetzt kommt zuerst der Film. Nein, jetzt habe ich schon etwas gesagt. Lange, ich unterhalte mich bestens, wenn mein Buch erklärt wird. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Also und ich könnte dich ja noch fragen, was hat dich am meisten schockiert? Ja, muss nicht sein. Ja. Nein, doch, jetzt haben wir es schon gemacht. Okay. Sehen wir, haben wir es auch telefoniert. Ja, etwas ganz Kleines, was mir eigentlich erst im Nachhinein aufgegangen ist. Dass ich auf diese Welt geschaut habe, wie so als mindestens doppelte Outsiderin. Weil was ich beschrieben habe, sind ja Netzwerke einer Schweizer Elite, die sich zusammensetzt aus Wirtschaft, Politik und Militär. Frauen, also das ist gerade das erste Buch, das ich schreibe, wo ich muss nicht mal gendern, weil es ist gar nicht nötig zu gendern, die Sprache. Es gibt einfach keine Frauen in diesem Buch. Es gibt auch diese Mutter, die am Anfang... Ja, die Mütter gibt es immer, die braucht es ja auch irgendwo, sonst passiert gar nichts. Ja, nein. Und von daher, ich habe wirklich natürlich mit großem Erstaunen irgendwo mir diese Welt erarbeitet und versucht, diese Netzwerke zu verstehen. Und zwar, weil ich hier eine doppelte Outsiderin bin, einerseits als Frau, also ich meine, ich kann mich noch erinnern, ich war 13, als meine Mutter dann das erste Mal abstimmen durfte, oder? In Verwaltungsräten damals, in der Nachkriegszeit, muss man wahrscheinlich auch ziemlich gut suchen, bis man irgendeine Frau findet. Vom Militär, Frauenhilfsdienst, jetzt mal ausgeschlossen, reden wir gar nicht. Also ich bin mir zum Teil vorgekommen, so, man schickt mich als Ethnologin an den Orinoco, um einen Stamm irgendwie zu erforschen, von dem ich keine Ahnung habe. Und ich bin natürlich wie noch eine doppelte Outsiderin, weil ich komme aus einer Familie, eines, wie sagt man denn heute, bildungsfernes Milieu heißt das, glaube ich, das tönt dann so schön. Und ich habe natürlich da auch in eine Welt hineingeschaut. Meine Eltern hatten keine Netzwerke, die hatten keine Beziehungen. Ich glaube, die einzigen Freunde, die wir hatten, das war eine Schulfreundin meiner Mutter und der Rest war unsere Familie und das war's dann. Und das ist mir aber erst irgendwie ganz am Schluss des Buches eigentlich, ist mir das aufgefallen, wie weit draußen ich eigentlich bin. Und ich war ganz überrascht, mich hat einer der Journalisten, die armen Journalisten mussten ja dann ganz schnell Artikel schreiben und mussten vorher 400 Seiten lesen, die haben mir wahnsinnig leid getan. Und der hat mich dann angerufen und hat gesagt, wissen Sie was,
man merkt einfach, dass eine Frau dieses Buch geschrieben hat. Weil der wusste ganz viel über diese Geschichte, irgendwie sein Hobby ist auch Akten zu studieren im Bundesarchiv, das ist unterdessen auch mein Hobby geworden. Und der hat gesagt, sie haben einen ganz anderen Blick auf diese Akten und auf diese Zusammenhänge, als Männer normalerweise haben. Und irgendwie hat mich das noch bestätigt, habe gedacht, ja, stimmt ja, wirklich so ist es mir gegangen. Wir sehen da bereits, wir werden uns jetzt einen Film anschauen. Es geht thematisch jetzt auch einen Moment um die Pflege des Images. Das ist etwas, was selbstverständlich nicht eine Erfindung des 21. Jahrhunderts war, sondern die Kontrolle oder die Beeinflussung der öffentlichen Meinung, das kennt man schon sehr lange. Und in Ems, am Industriestandort Ems, ist das nicht erst seit die Familie Blocher dort das Sagen hat, auch ein sehr wichtiges Thema. Schon der sogenannten Holzkonstruktions AG, dieser Hobach, von der wir gehört haben, war das Bild, das sich in Öffentlichkeit von ihr macht, ausgesprochen wichtig, verständlicherweise. Diese Öffentlichkeit bezahlte er auch. Schauen wir uns dazu jetzt zusammen einen Wochenschaubeitrag an, der 1952 in den Schweizer Kinos gezeigt wird. Im größten Werk des industriearmen Kantons Graubünden, im Holzverzuckerungswerk von Ems, finden mehr als 1000 Arbeiter und Arbeiterinnen ihren Verdienst. Holz aus den Bergwäldern wird hier zum wertvollen Rohstoff, aber auch Sägemehl und Abfallholz aus der ganzen Schweiz. Von einem zentralen Kommandoraum aus wird das Holz zur Verzuckerung in sogenannte Perkolatoren geleitet, riesige Behälter, die durch drei Stockwerke eines hohen Gebäudes reichen. Gerade werden die nicht verzuckerbaren Bestandteile abgestoßen. Die Zuckerflüssigkeit jedoch gelangt in die Gärungs- und Destillationsanlagen. Nach komplizierten Arbeitsgängen sind aus 100 Kilogramm Holz mehr als 20 Liter Alkohol geworden. Aber auch die Restflüssigkeit ist wertvoll. In großen Automaten dient sie als Nahrung für einen vitamin- und eiweißreichen Hefepilz, den man erntet, trocknet und als ausgezeichnetes Futtermittel in den Handel bringt. In einem anderen Teil der weitläufigen Werkanlagen werden Gase erzeugt, zu denen nicht nur das Holz die Ausgangsstoffe liefert. Große Mengen elektrischer Energie werden zur Elektrolyse verwendet. Die verschiedenen auf diese Weise gewonnenen Gase vereinigen sich unter hohem Druck zu Methanol, das zusammen mit Alkohol als Treibstoff verwendet wird. Im Laboratorium aber hat man den Weg gefunden, um aus den nicht verzuckerbaren Teilen des Holzes Phenol zu gewinnen, den Rohstoff für Lactam, aus dem nylonartige Plastiks- und Textilprodukte entstehen. Als Endlosgarn werden sie verarbeitet oder zusammengefacht, als Spinnband oder als zarte Flocken. So veredelt dieses große Werk im Tag- und Nachtbetrieb einheimische Rohstoffe. Das war 1952, also 7 Jahre nach Kriegsende. An welchem Punkt der wechselhaften Geschichte der Hobach, der späteren Emserwerke, stehen wir da? Um das ein bisschen auf der Zeitachse einzuordnen. Ja, Sie können vielleicht etwas dazu sagen, was mich fasziniert an diesem und dieser Filmwochenschau, das ist immerhin die Schweizerische Filmwochenschau, das ist eine Institution, die wird auch mit staatlichen Geldern gemacht und das hat so quasi so, ja, das ist so die politischen Nachrichten eigentlich, die damals gab es ja noch kein Fernsehen, also hat man im Kino dann die Filmwochenschau gezeigt, bevor der Film gelaufen ist und Oswald schafft es genau zum richtigen Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, dass es einen Bericht gibt über die Ems-Chemie zu dem Zeitpunkt, wo er Grillon lanciert.
also diese synthetische Phase, die da auch erwähnt wird. Da steht er kurz vor der Markteinführung und das ist natürlich, heute würde man sagen, das ist besser als jede Werbung, weil Filmwochenschau hat eine hochwürdige Glaubwürdigkeit, das ist sogenannter ja, journalistischer Content, den kann man eigentlich gar nicht bezahlen, weil er eine höhere Glaubwürdigkeit hat. Aber eigentlich ist es ein Werbefilm, für den er wahrscheinlich nicht einmal etwas bezahlt hat. Also da würde mich natürlich jetzt interessieren von unseren beiden Fachleuten, ja, entstand so ein Wochenschaubeitrag, weil tatsächlich, du hast es gesagt, Regula, besser mit PR gibt es gar nicht, das ist die berühmte Stimme von diesem Hans Lemmel, der allen unter die Haut geht, das ist der Mann, der uns die Schweiz und die Welt erklärt und man kann als Schweizerin stolz sein, dass wir ein bisschen Teil dieser Firma sind, weil wir bezahlen sie ja mit. Wie sind diese vielen Wochenschaubeiträge entstanden? Weiß man da etwas mehr? Wie wurde da lobbyiert? Ja, zuerst möchte ich noch sagen, dass wir ja nicht die Fachleute sind, die mit einer Autorin reden, sondern drei Historikerinnen und Historiker, die sozusagen auf einem professionellen Level auch jetzt sich zu verständigen versuchen. Also ich möchte jetzt nicht in die Rolle dessen kommen, der da im historischen Kontext ein Buch beiträgt. Aber zur Filmwochenschau kann man sagen, die Schweiz war natürlich, damit ihre geistigen Landesverteidigungen aussehen, in den 30er Jahren sehr abhängig von deutschen Produkten auf diesem Kino, entstehenden Kinomarkt. Und die deutsche Filmwochenschau, die wurde in allen Schweizer Kinos gezeigt bei Kriegsausbruch. Da waren einfach alles diese riesigen Propagandashows mit der Wehrmacht, die da alles niederwalzt und siegt auf der ganzen Linie, die deutschen Heroensoldaten, all das waren in Kinos und dann dämmerte es der schweizerischen, ja, auch Nachrichtenpolitik langsam, dass sie da etwas dem entgegensetzen müssen. Und sie haben dann die schweizerische Filmwochenschau gegründet. Das war immerhin etwas, oder? Es gab jetzt immerhin nicht mehr einfach direkte, unvermittelte, ungebrochene deutsche Propagandabucht auf der Schweizer Leinwand, sondern irgendetwas, was sozusagen auf dem eigenen Mist gewachsen war. Und da hat man dann halt eben dieses Netzwerken sehr stark präsent auf der Leinwand. Wie das in Einzelnen läuft, das kann man nicht rekonstruieren, wenn man aber das Buch liest und was man sonst weiß, es gab eigentlich keinen investigativen Journalismus. Es gab nie irgendwie eine Berichterstattung, die jetzt das mal aufdröselte und nachfragte und das auseinandernahm. Es gab entweder keine Nachrichten oder sehr zustimmende Nachrichten, wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, die Sozialdemokratie fand ja eigentlich auch, dass das gut ist, dass wir da im Bündnerland so 1000 Leute beschäftigen können, unterstützte eigentlich diese Vorlage 1956 und zwar eher wirtschaftsliberale rechte Kreise, die das ablehnten, die sagten, der Markt muss spielen und so. Da gab es einfach von der Mediensituation her wenig, was zu einer kompetenten, sozusagen wissensbasierten Meinungsbildung hätte beitragen können. Eine Ergänzung vielleicht noch aus Sicht des Sozialarchivs. Also das Sozialarchiv hat mit der Filmwochenschau an sich wenig zu tun, aber ich meine, was wir ja da immer haben, ist so ein thematisches Gemisch, ein bisschen Politik, ein bisschen Sport, ein bisschen Wirtschaft, ein bisschen noch was anderes. Es sind alles so Stories, die sich innerhalb von 90 Sekunden bis 3 Minuten erzählen lassen und genau das haben wir hier, oder? Eine runde Geschichte, glückliche Arbeiter, eine hochmoderne Firma, am Schluss ein sinnvolles Produkt und alles kommt aus der Schweiz, alle Rohstoffe und. Also es ist quasi dann quasi autark und von daher auch berechtigt, dass da der Bund ein bisschen sich was kosten lässt. Und ja, wie genau dieser Beitrag zustande gekommen ist, wissen wir nicht, aber wenn man das Buch gelesen hat, hat man schon Vermutungen, dass jetzt die nicht einfach zufälligerweise mit der Kamera gerade dort aufgetaucht sind, sondern dass da dafür gesorgt wurde, dass das genau zu dem Zeitpunkt, was wichtig ist, dann auch wieder in die Kinos kommt. Also der Netzwerkbegriff ist ja eigentlich eher ein moderner
aber dass sie mit der Propaganda erfunden haben, wir es nicht. Es gab sie selbstverständlich sehr effizient schon zum frühen Zeitpunkt. Wir haben das gehört, Rebola hat 4 Jahre an diesem Buch gearbeitet. Am Anfang standen diese Kisten vom Sohn des ehemaligen Forschungsleiters, von Bernd Schulze. Aber für das Buch, das haben wir auch gehört, entscheidend ist eigentlich die Tatsache, dass die Ems eben sehr viele ihrer Informationen, ob sie es wollte oder nicht, mit dem Bundesarchiv teilen musste. Und wie viel sind es? 13,5 Laufmeter, Akten waren dort. Was mich in diesem Zusammenhang etwas irritiert, ist die Frage, wir haben die Berger-Kommission. Es gab doch auch in den 50er Jahren im Vorfeld dieser Abstimmung wurde viel gesprochen über diese Hoax. Es hat nach der Berger-Kommission nochmal über 20 Jahre gedauert, bis jemand diese 13,5 Meter sich vorgenommen hat. Also ich muss vielleicht noch sagen, diese 13,5 Meter, das ist natürlich das, was dann offiziell zwischen Bund und Ems ausgetauscht wurde. Aber das war ja offenbar, wenn man das gut liest, auch nicht ganz uninteressant. Das ist überhaupt nicht uninteressant, aber was auch interessant ist, was eben in diesem Bestand genau nicht drin ist, das sind dann die Akten der Bundesanwaltschaft, der Fremdenpolizei, des EMD etc. Und da sind ganz viele Informationen, die man dann in anderen Akten findet, die sind quasi in diesem, sage ich jetzt mal so, in diesen offiziellen 13,5 Meter Emserwerke sind dann die eben genau nicht drin. Und Oswald hat natürlich, er hat ja alles versucht, um einfach, es gab ja eine Überwachungskommission, das ist sehr interessant, wo eben dann auch Robert Grimm drin war, SP-Nationalrat, große Ikone des Landesstreiks in der Schweiz. Und die mussten ja Oswald auf die Finger schauen. Aber Oswald hat sich mit allen Mitteln gewehrt, um denen einfach Informationen auch vorn, da musste sogar die Bundesräte mussten dann ein Machtwort sprechen und quasi nach Ems telefonieren oder eben nach Zürich telefonieren, je nachdem, und sagen jetzt irgendwie noch einen Monat und dann liegen dann diese Informationen auf dem Tisch. Und sie waren am Ende des Monats großenteils immer noch nicht auf dem Tisch. Also du hast diese Arbeit jetzt gemacht, vor allem auch die Lücken zu finden in diesen 13,5 Metern, aber etwas provokativ gefragt, ist es nicht in gewisser Weise auch ein Armutszeugnis für die Schweizer Geschichtswissenschaft, dass es so lange gedauert hat, dass dieses wichtige Buch entstanden ist? Weil die 13,5 Meter, soviel ich weiß, die waren zugänglich. Ja, es gibt noch irgendwie 50 Kilometer weitere Bestände, die auch nicht angeschaut wurden. Ich meine, wir haben jetzt dieses Buch und wir sind froh. Und ich möchte noch mal von der Quelle her eine andere Sicht auf das Buch werfen. Ich meine, wir haben so diese Flaschenposten, diese Kiste, oder? Kisteninhaber wohnt in La Palma und sagt, einiges sei auch verbrannt da bei Vulkanausbrüchen. Wenn die Kiste da gewesen wäre, wäre sie vielleicht auch verbrannt. Also es ist auch sehr zufällig, dass das jetzt da ist. Und dann, wenn man das Buch ja dann durchgeht, es hat Akten aus 45 Archiven im Inland und 24 Archiven im Ausland, die zitiert werden und die ausgewertet wurden. Also das ist eine Riesenbreite von Materialien, von Nachspüren, sozusagen Indizienketten, die ja nicht nur im Kopf passieren, indem man dann interpretatorisch kombiniert, sondern das ist verbunden mit Quellenarbeit, indem man dann noch, oder Frau, eben in dieses Archiv geht und in dieses Archiv geht. Eigentlich können wir sagen, es ist ein gesellschaftliches Anarchiv. Ein im sozialen Raum verstreuter Quellenbestand, den man irgendwie jetzt so hier auffischen muss, um dann diese multiperspektivische Sichtweise zustande zu bringen, die auch adäquat ist für die Beschreibung all dieser Netzwerke. Also mir hat das einfach sehr imponiert, dass hier eine Unmenge von unterschiedlichem Quellenmaterial jetzt so zusammengepuzzelt, kombiniert und dann auch interpretatorisch nicht nur sehr plausibel ausgewertet, sondern auch in Narrative verpackt wird, wo wirklich ziemlich viel passiert, das crasht im Buch. Das ist eine Forschungsweise, die ich für sehr
sehr professionell halte. Und ich finde, wir sollten mehr in die Richtung gehen und weniger jetzt Bundesarchiv, was haben die Historiker bisher versäumt, da noch sich auch noch anzusehen. Ich möchte da sehr gerne einhängen, weil es wurde auch schon zweimal gesagt. Also meiner Sicht als Leser kann ich es bestätigen, es liest sich wie ein Polit- oder Wirtschaftskrieg. Und da gibt es ja heute auch den modernen Begriff des Storytellings, man spricht von Narrativen. Und das ist so von meinem Bauchgefühl her eigentlich das Gegenteil von trockener wissenschaftlicher Arbeit mit vielen Anmerkungen. Die sind zwar alle dabei, Regula Boxler, aber niemand wird bei jeder Anmerkung dann am Ende des Buchs schauen, aus welchem Archiv ist jetzt dieses Dokument. Meine Frage ist, und ein Stück weit hat ja Tansi schon beantwortet, wie weit kann, soll, darf, muss die Geschichtswissenschaft gehen, um Zugänge zu finden, eben nicht nur Geschichte, sondern eine Geschichte auch zu erzählen, die das Publikum packt. Weil es hat natürlich auch Stellen drin, die sind fiktionalisiert, wo ich denke, ja, also nein, also vielleicht heißt es das Wetter, ich traue dir selbstverständlich zu, dass du den Wetterbericht noch nachgeschaut hast an diesem Tag. Wenn man das liest, dann liest man das gerne, weil dann merkt man auch, das ist Leben. Da. Also die Frage geht an alle drei von euch, du hast diesen Zugang gewählt, wir haben alle Freude daran gehabt. Gibt es da eine Diskussion in der Wissenschaft, wie weit man gehen kann, oder ist es ganz klar eine Faktizität von A bis Z? Also ich meine, es gibt ja ganz unterschiedliche geschichtswissenschaftliche Publikationsformen und auch Publikationsformate. Heute entstehen auch da und wieder neue Formate, auch mit der Digitalisierung. Eben jetzt auch innerhalb des Formates Buch, Monographie gibt es ganz unterschiedliche Zugänge. Und solange eben die Fiktionalisierung in Anführungs- und Schlussstrichen nur so weit geht, dass sie doch nachvollziehbar ist, dass es eben keine Fiktionalisierung ist. Du hast gesagt, ja, niemand wird die Fußnoten anschauen. Ich habe relativ häufig gedacht, ja, wow, woher hat sie jetzt das, nachdem doch eingangs stand, sie war nicht im Firmenarchiv, und habe dann in der Tat die Fußnoten, das sind ja nicht Fußnoten, sondern Endnoten leider, ich habe lieber Fußnoten für eben, wenn man nachschauen möchte, habe dann immer plausibel gesehen, ja doch, das ist halt aus diesem Archiv oder es ist aus der zeitgenössischen Presse übernommen, und solange man das macht, ja, man kann trockener, langweiliger, abstrakter schreiben oder man kann anschaulicher, spannender schreiben, und dieses Buch ist eher ein Beispiel für Letzteres. Ich würde auch sagen, dass die kleinen Facts, die etwas zum Ambiente dann beitragen, wie war das Wetter, bei welchem Wetter geht ihr jetzt in diesen Platz? Ich weiß gar nicht, wo ihr das viele Wetter gefunden habt. Aber das Schöne, das ja dann zeigen wird. Ein schönes, plausibles Beispiel, oder? Da ist das Buch einfach sehr präzise. Es gibt ja aus diesem Film The Man Who Shot Liberty Valance von John Ford diesen Spruch: When legend becomes fact, print the legend. Und ich meine, das Buch verfährt etwas so, eruiert dauernd Fakten, und die sind wirklich gut erhärtet durch das Quellenmaterial, also das ist quellenfundierte Forschung. Aber nachher gibt es eben doch die Geschichte dieses Waffenhändlers, die Eingangsszene, also es ist ein Spoiler, wo einer da rumfährt und einfach erschossen wird. Und ein Waffenhändler, der eben mit Enzgeni eng verwandelt ist. Oder? Und das ist irgendwie eine packende Szene. Und jetzt könnte man historisch auch eine andere Studie schreiben, selbstverständlich. Man könnte, und das ist nicht uninteressant, wirtschaftshistorisch sich überlegen, ja, was hat eigentlich diese Firma lokal für Beschäftigungs- und Einkommenseffekte generiert?
stimmt es, dass die so wichtig war für das Bündnerland? Das ist nach dem Lesen dieser Studie eigentlich immer noch unbeantwortet. Also ich würde sagen, es ist nicht, es muss nicht das letzte Buch sein, aber natürlich wäre das ein viel langweiligeres Buch, oder? Wenn das dann mit ökonometrischen Modellen schauen würde, ist das wirklich wahr, dass diese Firma jetzt einen Bündner diesen Bergkanton so wirtschaftlich angekurbelt hat, oder sind eigentlich die Effekte doch wieder zu vernachlässigen, weil so viele Leute waren sie ja dann auf die Gesamtbevölkerung auch noch nicht. Möchte ich eigentlich gerne wissen als Wirtschaftshistoriker, steht da nicht drin, aber das zeigt eben eine, jede gute Geschichte muss eine Fragestellung haben. Wer einfach alles beantworten will zu einer Firma, schreibt am Schluss ein zerflettertes, langweiliges Buch. Wir haben es gehört, mehrmals schon. Darf ich noch etwas sagen? Einfach zur Fiktionalisierung. Ich habe nicht fiktionalisiert, das ist mir ganz, ganz wichtig. Es gibt ja Gott sei Dank zum Beispiel die Bundesanwaltschaft und die Bundespolizei, die schreiben ganz lange Rapporte, was sie wie, wo, was der Polizist gesehen, was er gefunden hat, wo sie mit dem Auto von A nach B gefahren sind und so weiter. Und eigentlich so diese Eingangs, sind ja vor allem die Eingangszellen für die Kapitel. Ich habe gar nichts erfunden, ich habe einfach eine Geschichte aus diesen Fakten gemacht. Also ist mir ganz wichtig, ja, weil ich finde, diese Geschichte ist ja zum Teil für mich auch so unglaublich. Ich glaube, mit einer Fiktionalisierung hätte ich dem Stoff, dem Buch und auch mir als Historikerin geschadet, weil ich finde, was da alles drinsteht, ist doch la réalité sur base la fiction, sagen die Franzosen, um jetzt auch noch was zu zitieren. Der Begriff Fiktionalisierung war sehr, sehr unglücklich gewählt. Danke, danke. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser kleine Exkurs sich gelohnt hat, weil wir haben doch ein paar Sachen erfahren, wie soll man Geschichte machen, wie soll man sie nicht machen. Und ich trage dir das auch nicht nach, ich will nur sagen, was da drin steht, kann ich wirklich alles belegen. Ja, darf ich noch ganz kurz eine Lanze brechen für die Fiktion? Was wir hier gesehen haben, das ist eine Fiktion. Das ist eine Fiktion, wie eine Firma auf die Leinwand gezaubert wird durch die Schweizerische Filmwochenschau. Diese Fiktion, die ist produktiv, die hat Wirkung. Die wirkt sich aus, indem das Schweizer Volk weiter, oder das Parlament und der Bundesrat weiter bereit sind, viel, viel Geld in diese Firma reinzupumpen. Und da geht es eben nicht ohne Fiktion. Also man muss eben die Produktivität von Fiktionen in realhistorischen Prozessen verstehen lernen. Ja, also ich denke, das Wichtigste ist der sehr bewusste Umgang mit dieser Frage. Und das glaube ich, da sind wir uns absolut einig. Jetzt möchte ich noch mal kurz aufgreifen, das hat mich natürlich auch umgetrieben, auch bei der Lektüre dieser Zeitungsartikel, Kommentare. Wir haben es heute Abend gehört, zwei Anfragen wurden abschlägig beantwortet, ins Archiv zu kommen. Dabei, das wird auch immer wieder unterstrichen, eigentlich hat ja die Besitzerfamilie, die heutige Familie Brocher, nichts mit dieser Geschichte zu tun. Also nicht nichts, nein, selbstverständlich war Christoph Brocher ein wichtiger Mitarbeiter in den letzten Jahren von Bernd Oswald, aber die früheren Geschichten aus den 50er Jahren, da war er noch in der Primarschule. Meine Frage ist, wie erklärt ihr euch diese Hartnäckigkeit, diesen Archivzugang zu verweigern? Weil jede, die etwas von Kommunikation versteht heutzutage, weiß doch, es gibt nur eine offene, transparente Vorwärtsstrategie. Man kann nur gewinnen, wenn man dann auch sagt, ja, sorry, da haben wir noch nichts damit zu tun gehabt. Wie erklärt ihr euch diese Intransigenz in Bezug auf den Archivzugang? Ich glaube, die Blocher sind ja nicht die einzigen, die so reagieren, oder? Ich meine, das ist ja, oder war auch weit verbreitet. Dann kam die Berger-Kommission mit dem Archivprivileg, die einen
Unternehmen haben dann irgendwie daraus die Lehre gezogen. Es sind nicht alle Historikerinnen, Historiker, linksextreme Monster, die uns in die Pfanne hauen wollen und haben auch ihre Archive offen oder halbwegs offen behalten. Wir? Ross ist Gegenbeispiel zu den Rems, oder? Die haben ihre Archive geöffnet. Da liegt alles auf dem Tisch. Nur zum Sagen. Und hier habe ich aber auch den Eindruck, also es ist ja nicht eine Firma, wo seit Oswalds Zeiten schon 50 Mal die Leitung gewechselt hat und die weder von dem, was sie produziert, noch von den leitenden Figuren her, das überhaupt nichts mehr miteinander zu tun hat. Also wir sind hier doch sozusagen, die jetzige Leiterin ist sozusagen die Enkelin von Oswald in der Firmengeschichte, also man ist noch näher dran und eben man hat diese Leute noch gekannt und dann ist ist das psychologisch dann vielleicht doch schwieriger, als eben wenn man sagen kann, ja, die haben früher mal Waffen produziert und wir produzieren jetzt Luftballone und zwischendurch hat die Firmenleitung 20 Mal gewechselt und die Besitzverhältnisse auch. Ich glaube, das ist schon irgendwie, und dann kommt natürlich dazu, dass es auch politisch exponierte Leute sind und dann durch auch der Verdacht vielleicht näher liegen kann, man möchte auch politisch irgendwie ihnen noch schaden mit so einem Buch. Also das hat ja Christoph Bloch auch so gesagt, es sei eine linke Schmähschrift über die Familie Oswald. Also und gegen die Familie Oswald sogar. Ja, also er positioniert das sehr klar. Ich habe eingangs das Stichwort Kontinuitäten ins Spiel gebracht. Kann man da eine sehen, dass der Umgang mit Transparenz nicht viel anders war oder ist heute, als er damals war? Oder geht das zu weit? Das ist nicht einfach die Geschichte vor der Ära Blocher. Blocher hat ja dann nach dem Tod von Oswald, von Werner Oswald 1979, den Auftrag gefasst, das Unternehmen zu verkaufen. Ich habe das noch so mitbekommen, da wurde einfach tief gestapelt, es wurde gesagt, das ist eigentlich eine Industrieruine, da kann man nichts mehr machen. Der Preis sank und sank und sank und plötzlich kam die Nachricht, 1983, sie ist verkauft. Und alle horchten, wer hat sie gekauft? Christoph Blocher hat sie gekauft, selber. Und das ist natürlich eine ideale Situation, eine Firma auch dann zu übernehmen und sie industriell weiterzuentwickeln. Die Waffengeschäfte gehen aber weiter in den 80er Jahren. Einzelne, das ist jetzt vielleicht umsatzmäßig nicht der Treiber, aber er ist da durchaus noch involviert. Und es gibt ja im Buch die schöne Szene aus dem Interview mit Christoph Blocher, mit dem Regula Boxlau gesprochen hat, wo sie ihn fragt, der Retter der Akten, der hat sie gesehen, also sein Vater hat sie gesehen beim Aktenschreddern, so Mitte der 90er Jahre, stand er am Schredder und haben Quellen vernichtet. Und dann wehrt er sich ja nicht völlig, er sagt, ja, es kann schon sein, er mag sich auch nicht mehr erinnern, für ihn war das, ist das nichts Wichtiges, also jetzt wehrt er sich mit Händen und Füßen gegen solche Unterstellungen, wie sie jetzt plötzlich genannt werden. Ich möchte nur sagen, dass als die Bärstedt-Kommission dahin ging, hat sie jetzt nicht ein Riesenarchiv vorgefunden. Es gibt schon, die Gerüchte sind 180 Laufmeter, das wäre doch ziemlich viel. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob da noch über ganz wichtige Punkte sehr viel zu holen wäre. Das sind jetzt aber alles Mutmaßungen. Wenn wir einfach mal historisch denken, am Anfang war doch die Pointe, dass es diese Kultur der Verschwiegenheit gibt, dieses Mauern, diese Intransparenz. Und vielleicht ist das ja ökonomisch rational. Das würde also heißen, wenn wir sagen, diese Geheimniskämmerei geht in die Gegenwart weiter, er hat auch heute noch was zu verstecken in dem Archiv. Das ist ganz einfach. Da hat es einfach Sachen drin, die vielleicht interessant wären. Es gibt aber auch Leute im Raum, die das Archiv kennen und
vielleicht ganz andere Meinung haben. Ich glaube, kommunikationspolitisch ist es ganz schlecht, sowas zu tun. Weil man gibt einer seriösen Historikerin nicht die Möglichkeit, ihre Hypothesen zu überprüfen. Und das ist etwas, was zum Beispiel jetzt auch die UBS wieder macht. Die UBS weigert sich im Falle der Zwangsarbeit in Schweizer Firmen im Zweiten Weltkrieg, die Akten wieder herauszugeben, die die Vergier-Kommission schon mal konsultiert hat. Sie sagen einfach, kommt nicht in Frage, dass wir nochmal Zugang geben zu solchen Quellen. Und wir haben einzelne Firmen, die mauern hier, die wollen irgendwie nicht in dieser Geschichte vorkommen. Und da kommen wir wieder auf die ganze Vergangenheitsverdrängung, die während des Kalten Krieges vorgeherrscht hat und die heute eigentlich wieder ein Revival erlebt. Ja, und es sind ja nicht nur die Firmen. Ich habe im Bundesarchiv die Kopie einer Akte gefunden, wo einer der Napalm-Spezialisten, die in diesem Buch auch eine nicht unwichtige Rolle spielen, plötzlich vom österreichischen Geheimdienst in Zusammenhang gebracht wird mit ausgerechnet Josef Mengele, KZ-Arzt, einem der berüchtigsten Nazis. Ich habe mir gedacht, nein, jetzt sagt der Mengele nicht auch noch. Und habe aber gedacht, hey, ich muss diese Akten sehen, und dann habe ich einen Entsperrungsantrag gemacht. Es gibt verschiedene Mengele-Akten, es gibt eine Akte der Bundesanwaltschaft und die wollte ich mir anschauen, weil die Fische von Mengele, die verweist auf diese Akte. Und dann habe ich gedacht, ja, so courant normal, weil im Bundesarchiv ganz viele Akten für mich auch gesperrt worden sind, und bekomme die Antwort, nein, tut uns leid, die Mengele-Akte, die bleibt weiterhin unter Verschluss, und zwar bis ins Jahr 2041. Mich hat fast der Schlag getroffen, aber das kann doch nicht sein. Josef Mengele, dann habe ich nochmals einen Brief geschrieben und habe argumentiert, wieso denn, und sie argumentieren dann einerseits mit Quellenschutz und Schutz von Nachfahren, und ich habe dann nachgefragt, ja, was ist mit den Opfern und vielleicht noch den Nachfahren der Opfer, sofern die überhaupt noch Nachfahren hatten. Und der Bundesnachrichtendienst, der über dieses Gesuch entscheidet, hat das zum zweiten Mal abgelehnt. Also von daher, wir haben es nicht nur mit Firmen zu tun, die Archive nicht öffnen wollen, sondern je nachdem, mit welchem Material wir arbeiten wollen, auch mit Bundesstellen, die dann einfach Akten nicht freigeben. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch mal auf das Stichwort Mühe im Umgang mit der eigenen Vergangenheit, Vergangenheitsbewältigung zurückkommen von Jakob Tauber. Mir fällt auf, als interessierten Zeitgenosse, wir hatten in den 90er Jahren diese riesige Aufregung, die dann schließlich in der Vergier-Kommission gewipfelt hat. Kaum waren diese, was weiß ich, 20 Bände publiziert, war Schweigen im Walde. Wir hatten letztes Jahr in dieser Stadt die große Kontroverse, zum Teil ausgelöst ebenfalls durch ein Buch von Erich Keller, das kontaminierte Museum. Wir stellen jetzt fest, sehr viel Aufmerksamkeit für das Buch Nylon und Napalm. Und mein Eindruck ist, es gibt eine kurze mediale Erwägung, je nachdem geht sie etwas länger, in den 90er Jahren, weil sie auch international befeuert war von den USA. Und dann ist wieder Ruhe und Schweigen im Wald. Und ich habe euch schon angedroht, ich möchte eigentlich gerne noch wissen, warum findet diese Diskussion immer in der Blase statt? Es gibt ja die HistorikerInnen mit einem relativ revisionistischen Geschichtsbild. Einer davon kennen Sie alle, Markus Somm, ist der Biograf von Christoph Blocher. Warum sitzt er nicht hier? Du hast mir gesagt, Regula, du hast deine Antwort darauf. Ich habe Blocher in Tele Blocher gesehen und ich bin froh, dass er nicht hier sitzt. Weil er würde dann einfach dozieren. Genau. Aber der Streit, die Auseinandersetzung über diese Mühe mit der Vergangenheitsbewältigung kommt für mein Gefühl in diesem Land einfach nicht richtig in Gang. Ja. Nein, also meine Antwort bezog sich auf Christoph Blocher, weil er hat einem Journalisten gesagt,
Wir haben ihm selbstverständlich eine Einladung geschickt, wir haben auch Einladungen für Kur verschickt und er hat einem Journalisten gesagt, er komme ganz sicher nicht ins Volkshaus, weil da sitze ja dieser Tanner. Und Entschuldigung. Also von daher ist mal klar, warum wir mit Christoph Blocher heute Abend nicht diskutieren. Gut, aber ich habe gesagt, Christoph Blocher ist ein älterer Herr, das ist vielleicht auch nicht so ergiebig. Es gibt ja auch Historiker, innen jüngerer Generation, ich habe einen Namen erwähnt. Wieso findet diese Auseinandersetzung nicht öffentlich statt? Ich weiß nicht, was Markus Somm von diesem Buch hält. Er hat sich meines Wissens nicht geäußert dazu. Ist das eine Schnapsidee? Ich möchte gerne die anderen beiden auch noch dazu hören. Also wir haben sicher heute einen investigativen Journalismus, der sehr viel leistet und etwas zur demokratischen Öffentlichkeit beisteuert. Wir haben in dem Sinn eine mediale Methoden, die sich deutlich unterscheiden von dem, was wir so in den ausgehenden 40er, in den 50er Jahren hatten. In den 40er Jahren, da konnte noch ein Diplomat irgendwie in Washington verhandeln und in der Schweiz die kleinste Missstimmung auftaucht, dann flog er zurück, um da die Medien in den Zentrum zu stellen und dann ging er wieder nach Washington, weil es durfte keinen Dissens geben in dieser neu sich formierenden Konkordanz. Das war ziemlich krass. Und jetzt haben wir also eine andere Situation, aber es ist auch ein kommerzialisiertes Mediensystem, das eben sehr stark sozusagen von Konjunktur zu Konjunktur fast hechelt und dann geht es, sozusagen die Halbwertszeiten werden immer geringer. Es gibt fast keinen Mitnahmeeffekt, dass irgendein einzig mal da ist und nachher abgeglichen wird mit dem, was neu dazukommt. Es braucht dann wieder irgendwie ein Buch und dann wird es sehr gut besprochen, ist eine Zeit lang da. Jetzt würde ich gegen dieses Argument, das ich gerade entwickelt habe, aber doch sagen, es gibt so Vektoren, wo noch einiges läuft. Zum Beispiel, auch wenn die Berger-Kommission ja ihren Bericht am Schluss gar nicht abgeben konnte, weil kein Bundesrat wollte den Bericht entgegennehmen. Wir waren im Formatenwildhaus, es waren fast alle Regierungsmitglieder da und alle und viele Journalisten und Kameraleute und niemand wollte sich dazu zur Verfügung stellen. Es gab kein Protokoll, diesen Bericht physisch zu übernehmen, den wir vorbereitet hatten. Und wir suchten immer nach einer Möglichkeit, einen Bericht zu übergeben. Und die haben dann mit uns gesprochen und weiß ich was. Und dann ist Ruth Dreyfuss gekommen und hat gesagt, zieh mit in die Ferien als Lektüre. Sie hatte immerhin den Mut, den Bericht entgegenzunehmen und gab dann auch ein Foto. Und jetzt aber, trotzdem ist natürlich, wenn man heute Schulbücher anschaut, die sind wirklich besser als Schulbücher von vor 40 Jahren. Es gibt schon irgendwie so etwas wie ein Zickereffekt, dass solches Wissen besser hängen bleibt. Also ich bin da nicht ganz so pessimistisch, dass wir das nur ablesen können an diesen medialen Hypes und Konjunkturen, sondern es gibt da so etwas wie eine Bewusstseinsveränderung, die sich vielleicht auch in einer gewissen gesellschaftlichen Polarisierung niederschlägt. Dass es einfach Leute in der Bevölkerung gibt, die wissen mehr über die Vergangenheit, auch über die Probleme der Gegenwart und andere, die mit dieser Verdrängungspolitik weiterfahren. Und das führt zu vergrößerten politischen Spannungen. Und das ist auch wichtig, dass das passiert. Ja, ich sehe das ähnlich, also dass so Debatten aufflammen und dann wieder abflauen. Ich meine, das ist die Aufmerksamkeitsspanne, das ist nicht nur für historische Themen so, es ist für jedes Thema so. Und ich meine, wir hatten in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich x solche Themen, oder? Schweiz im Zweiten Weltkrieg, Schweiz und Südafrika, Schweiz und Sklaverei, Bürle, eben dann spezialisierter Bürle, Oswald und. Und hat doch in der Regel ein breites mediales
Echo gefunden, das aber dann halt je nachdem nach ein paar Wochen oder Monaten wieder abflaut, aber nachher eben sickert es ein und geht dann in die Schulbücher ein, in Ausstellungen ein und ja, man kann dann nicht sagen, man ist heute wieder am gleichen Punkt, wo man vor 40 Jahren ist. Aber es ist auch dann nicht so, dass man dauernd nur über diese Schweiz im Zweiten Weltkrieg oder so spricht. Das ist ja auch klar irgendwie. Also ich sehe das auch nicht so pessimistisch. Das ist vielleicht der Moment, auch Sie zu fragen, wie sehen Sie das? Wie pessimistisch oder doch auch differenziert sehen Sie das? Doch, wir kommen im Umgang mit unserer Vergangenheit tatsächlich vom Fleck. Mit dem Tempo, das wir eben dabei eingeschlagen haben. Wenn Sie zu dieser Frage oder anderen Fragen sich äußern möchten, dann ist jetzt der Moment davor. Stina? Also, so viel ich verstanden habe aus der Presse, ich habe das Buch ja leider noch nicht gelesen, aber ist das ein wahrhaftiger Kuh mit Opas? Einen wahrhaftiger dass du entdeckt hast, dass in der Elstivie tatsächlich das Napalm also von der schweizerischen Machart Bokalm hergestellt wurde und auch exportiert wurde und auch angewandt wurde als ein chemischer Kampfstoff. Kannst du etwas dazu sagen und auch, also wie du das herausgefunden hast, auch wenn wir das wahrscheinlich im Buch lesen werden? Und ich denke schon, also das ist, ich weiß nicht in welchen Jahren es war, aber das ist doch eigentlich auch ein Straftatbestand oder waren chemische Waffen damals noch gar nicht, gab es noch keinen Bann international. Also könntest du dich dazu noch äußern? Weil da also, könnte man ja sagen, da müsste die Geschichte eine politische Fortsetzung erfahren. Für mich ist das komplett neu, dieser Fakt. Und dazu möchte ich dir auch gratulieren, weil das ist ja wirklich eine große Sache. Also ich muss aber sagen, ich bin nicht die Erste, die über das geschrieben hat. Okay. Es gibt eine Biografie über Waldemar Pabst. Der ist am bekanntesten dafür, dass er 1919 während dem Spartakusaufstand den Befehl gegeben hat, dass Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet wurden. Und als älterer Herr versucht er dann seine Rente aufzubessern, indem die Potwag bietet ihm eine Lizenz an, dass er Opalm verkaufen kann, international. Wir versuchten das an Südafrika, an Indien zu verkaufen. Und das Gute für mich an dem ist, dass er war ein sehr geschwätziger alter Mann, der dann versucht hat, das mit einem ehemaligen Wehrmachtsgeneral an den Mann zu bringen, dieses Napalm. Und die haben immer korrespondiert miteinander. Und der Nachlass von Waldemar Pabst, der liegt im Militärarchiv in Freiburg im Breisgau. Und es ist eine Biografie herausgekommen, 2009, über Waldemar Pabst. Und der hat natürlich logischerweise diesen ganzen Nachlass angeschaut und ist auch auf diese Opalm-Geschichte gestoßen. Er versucht übrigens auch noch die Emser-Rakete auch noch zu verkaufen, nebenbei. Und das kommt dann im Buch tatsächlich vor, aber der deutsche Autor, der weiß dann zwar, das ist die Pottwag, aber er macht keinen Zusammenhang mit den Emserwerken oder halt mit dieser ganzen, mit er kennt die Entwicklungsgeschichte auch nicht. Und von daher ist es in diesem Buch dann einfach eben ein alter, rechtskonservativer, zum Teil sehr zweifelhafter Mann, der versucht, dieses Opalm zu verkaufen. Ich bin zum ersten Mal auf das gestoßen, eben in diesen drei ominösen Kisten. Da war nicht so wahnsinnig viel drin, aber dort habe ich zum ersten Mal von Opalm gelesen und habe gedacht, Wahnsinn, was, die haben irgendwie im Winterland Napalm produziert. Hatte das Gefühl, ja,
das weiß man sicher, wahrscheinlich weiß ich das einfach nicht und habe dann mal geguckt, was weiß man überhaupt über diese Firma und habe gemerkt, nein, von dem weiß man gar nichts und von daher hat diese, so, diese drei Kisten, das waren für mich wie Wegweiser, quasi ich im dunklen Wald, in welche Richtung muss ich jetzt laufen, wo muss ich überhaupt suchen. Weil wenn man nicht weiß, wonach man sucht, dann findet man auch nichts. Ich muss ja wie Anhaltspunkte haben. Und was ich sicher zum ersten Mal jetzt nachweisen kann, ist, wo dieses Opalm dann auch eingesetzt wurde. Wobei auch das wieder interessant. 1963 gibt es einen Skandal, da werden zwei israelische Agenten in der Schweiz verhaftet. Israel will dann die unbedingt freipressen. Und der Mossad, der weiß, dass die Patwag Napalm nach Ägypten liefert. Und die versuchen dann Druck aufzubauen auf die Schweiz, dass diese Agenten irgendwie ausgeliefert werden, also nein, quasi wieder nach Hause geschickt werden, ohne Folgen. Und dann streut der Mossad über einen Journalisten Informationen, die er hat über diese Schweizer Firma. Und zwar extrem geschickt. Zuerst dieser Journalist, auch wieder redaktioneller Content, oder? Wissen wir, dass der Geheimdienst das geliefert hat? Wissen wir natürlich nicht. Dann kommen die internationalen Nachrichtenagenturen, die dann die Meldungen verschicken überall und dann wird dieses Thema auch in der Schweiz aufgegriffen. Und damals ist der Direktor der Patwag, sieht sich genötigt, dann eine Klarstellung der Presse gegenüber zu veröffentlichen und der sagt dann auch, wir produzieren das ganz legal in Deutschland, das wird auch legal exportiert, was zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr stimmt. Das hat für die 50er Jahre war das tatsächlich so, in den 60er Jahren haben sie einfach illegal exportiert. Und der sagt sogar, wir haben das geliefert und ja, das wird auch von den Ägyptern im jemenitischen Bürgerkrieg eingesetzt. Und das kann man dann in ganz vielen Zeitungen in der Schweiz lesen und dann passiert einfach gar nichts. Das interessiert niemanden zu dieser Zeit. Und ich habe ja lange auch als Journalistin gearbeitet und wenn ich mir das dann anschaue, ich begreife nicht, wie die Medienlandschaft damals funktioniert hat, dass kein Hahn danach schreit, dass irgendwelche Bergstämme in Jemen mit Napalm bombardiert werden, das scheint gar niemanden zu kümmern, dass das irgendwie noch organisiert wird von einer Schweizer Firma, auch nicht wirklich. Es gibt dann einen jüdischen Journalisten, der greift dann das auf und schreibt dann auch im Ausland Artikel, aber auch da wieder, das Echo ist einfach null. Und um das Letzte noch zu beantworten, was du gefragt hast, Napalm gegen Zivilbevölkerung wird erst 1980 geächtet. Nun ist aber das Problem, dass dieses Napalm besteht ja aus Benzin und einem Granulat. Und die Geschäftsidee von Oswald war ja, ich entwickle das Granulat und dann habe ich, statt dass ich meinen Treibstoff den Automobilisten verkaufe, die den nicht mehr wollen, dann mische ich den halt einfach zusammen mit dem Granulat und stelle Napalm her. Oder das war so quasi die Idee. Jetzt ist es aber so, das weiß ich aus internen Papieren, der Patwag, die versichern ihren Kunden, wenn das mal angerührt ist, kann man das immer noch 10 Jahre lang brauchen. Das Granulat, bevor es mit dem Benzin gemischt wird, garantiert die Firma eine, also gibt nicht endlose Haltbarkeit, wie sagt man dem? Also das geht nicht, das läuft nicht ab, das kann man jederzeit noch brauchen. Das heißt, es gibt ein Dokument, das nachweist, dass 1983 dieses Opalm noch eingesetzt wurde im Osttimorkrieg, also von der indonesischen Luftwaffe. Jetzt hat man aber keine Ahnung, wann haben die das effektiv gekauft? Weil wenn Granulat endlos haltbar ist, ich kann beweisen, dass Indonesien Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre dann dieses Opalm gekauft hat. Ja, ist das jetzt noch dasselbe Opalm? Weil eben haltbar? Oder
gab es da spätere Lieferungen, von denen ich überhaupt nichts weiß. Und gerade in dieser Geschichte, ich meine, ich konnte relativ viel rekonstruieren, aber ich weiß, es gibt ganz viele Leerstellen. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, wie viel ist da tatsächlich verkauft worden. Ich weiß zum Teil die Preise, aber die haben auch gewechselt. Ein Insider hat mal behauptet, ja, die würden, bevor sie dann den Preis offiziell deklarieren, immer noch eine Null wegnehmen. Also vielleicht war das auch 10-mal mehr, das weiß ich auch nicht. Ich kann keine Gesamtmengen liefern und ich weiß auch nicht im Endeffekt, wie viel Oswald, die Pottwag, am Anfang hat es ja die Hovag noch verkauft, wie viel die tatsächlich verdient haben damit. Interessant ist ja, dass dann ein Nebenprodukt zum großen Verkaufsschlager wird in Ems, weil sowohl Raketen wie Opernbomben, die brauchen Zünder. Und die Zünder, die sind dann weiterentwickelt worden, auch und Christoph Blocher hat Zünder verkauft, und die Zünder, die waffenfähigen Zünder, und das finde ich so einen ironischen Twist der Geschichte, die werden ja auch für Minen dann gebraucht zum Beispiel. Und anfangs der 90er Jahre, als das Zündergeschäft dann nicht mehr so gut läuft in Ems, wird mit diesem Know-how werden Airbags entwickelt, also eigentlich Zünder, die dann dafür da sind, Leben zu retten. Das war jetzt ein bisschen lang so. Nein, das ist ja ein Buch, wird sehr deutlich, dass Ems hatte den Anspruch, Napalm zu verbessern. Ja. Der Swiss Finish. Wir bieten eigentlich das bessere Produkt. Und jetzt wird das ja gezeigt, vorgeführt vor BMW-Leuten, ziemlich spektakuläre, lange Explosionen. Nicht nur das. Und dann, ja, und dann ist es eben, sagen die, das ist viermal so teuer wie das amerikanische, wir kaufen das ein für die Schweizer Armee. Und dann kommt irgendwie diese Geschichte dann mit. Richtig für mich, was ich auch noch gelernt habe und so mit dem großen Blick sehr gut verbinden kann, es gab eine Operation Paperclip. Zuerst 450 wirklich Nazis, Nazi-Wissenschaftler, Werner von Braun vielleicht die Super-Ikone, die von den Amerikanern abgeworben und eben für eigene Entwicklungen dann eingesetzt wurden. Die Sowjets hatten dasselbe Programm, auch andere Länder versuchten solche Spezialisten zu behändigen. Die Schweiz musste da etwas hinten abnehmen, aber hatte, wie wir gesehen haben, eben doch noch ziemlich viel Know-how transferieren können. Und da ist es eben so, dass man auch etwas weg muss von diesen Kompaktvorstellungen. Die Schweiz, Amerika. In Amerika war es so, dass das State Department hat die Leute als Kriegsverbrecher gesucht. Und da gab es ganz integere Beamte, die wussten, die gehören vor Gericht, die haben nichts anderes verdient, die spürten denen nach. Und das Pentagon hatte eine Passdruckerei und hat denen die Pässe gedruckt, damit sie illegal in die USA einreisen können. Das heißt, in diesen Staaten passieren eben Auseinandersetzungen. Und was unter Truman dann läuft, ist eben das, dass alle diese, ich sage jetzt mal vereinfacht, Linken, die auch gute Historiker und Ökonomen waren und wirklich in Deutschland durchgreifen wollten, dass die aus dem Verkehr gezogen wurden. Dass dann plötzlich kam der Kalte Krieg und die waren gern gesehen. Und jetzt gibt es in der Schweiz auch diese kleine Operation Paperclip und es läuft sehr ähnlich. Im MPD gab es durchaus Beamte, die wollten die nicht in der Schweiz und die haben auch Ausfuhrbewilligungen nicht erteilt, weil das schweizerische Kriegsmaterialgesetz das eben nicht erlaubt hat. Und im ERD hat man gesagt, die brauchen wir auch, die können wir brauchen. Die Emsgen hatte da sehr gute Beziehungen in die rechtlichen Geheimdienste und in diese Militärkreise und die haben dann diese Aufenthaltsbewilligungen und Einreisezertifikate besorgt. Oder? Es gab da sozusagen auch im Bundesbären eine äußerst spannende Auseinandersetzung um den Kurs des Landes und haben halt jene Leute sich durchgesetzt, die diese Politik gemacht haben, die wir jetzt im Buch nachlesen können. Und gleichzeitig haben wir ja in der Schweiz auch diese sogenannten Säuberungen 45, 46, also wo man diskreditierte Staatsangehörige von Deutschland, Österreich, Italien systematisch anschaut und dann auch eine relativ bedeutende Zahl von ihnen ausweist. Und das ist auch offiziell unter dem Namen Säuberungen gelaufen. Also zum Beispiel der Zürcher Kantonsrat hat eine Kommission, die heißt Säuberungskommission, die mit der
Justiz- und Polizeidirektion eng zusammenarbeitet, wo man Berichte schreibt, wenn man ausweist und wer irgendwie noch haltbar ist, und gleichzeitig holt man neue Leute rein, die noch sehr viel stärker diskreditiert sind als die, die man rausschmeißt, weil sie eben irgendwelche Funktionen in Nazi-Organisationen in der Schweiz hatten. Mein Name ist Michael Fahrer aus Basel, ich bin Historiker und Lehrbeauftragter an der Universität Bern. Ich habe mich an die Ukraine zu liefern, beziehungsweise Deutschland zu erlauben, dass ich diese Position weiter liefere. Das wäre ein aktuelles Beispiel, wo man diese Thematik neu aufgreifen könnte und damit auch die SVP ein bisschen politisch herauszufordern. Meine zweite Bemerkung ist der Postkolonialismus und, wie Sie schon antönten, die entsprechenden Bürgerkriege in Indonesien, Ägypten und so weiter, sind ganz zentral. Eine Übersicht über die Verkäufe der Patwa von Nachbarn oder Opern an diese entsprechenden Staaten würde uns sehr weiterhelfen in der politischen Diskussion. Ein ganz zentraler Hinweis noch auf der Documenta 15, dieses Jahr in Kassel, war ein indonesischer Künstlerkollektiv, das diskreditiert wurde durch ein Plakat, wo eine antisemitische Karikatur drauf war, eine Figur. Das Plakat, dieses Wandgemälde, besteht schon seit über 20 Jahren. Und die zentralen Aspekte, die eigentlich das Künstlerkollektiv ja anschauen haben, nämlich Geheimdienste, Militärs und Waffenlieferungen nach Indonesien, wo eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg die Holländer, der Länder, einen kolonialen Krieg geführt haben, dann offenbar mit Unterstützung anderer die Diskussion, was die Leute, ich muss leider gleich gehen. Okay, aber also die Frage habe ich nicht verstanden. Ich wüsste nicht, was ich jetzt beantworten müsste. Ja. Meine Frage ist, mit einer Übersicht über den Einsatz von Opalm aus den Emser, beziehungsweise dem Ems-Konzern oder Ufer-Konzern damals, wäre vielleicht eine politische Diskussion ja gut, aber wer soll diese Übersicht liefern und vor allem, wie kommen wir an die Quellen, um diese Übersicht zusammenzustellen? Ich habe mich also redlich bemüht, kann ich Ihnen sagen. Ich habe ja das mit Osttimor nur herausgefunden, weil es gab nach dem Ende des Krieges eine sogenannte Wahrheitsfindungskommission. Die haben 8000 Menschen interviewt aus diesem Krieg, also vor allem Zivilisten, die in diesem Krieg gelitten haben, die haben tausende von Dokumenten angeschaut, um am Schluss einen Bericht zu machen. Und in diesem Bericht sind Fotos drin von Bomben, die fixiert werden an Bombenflugzeugen, wo Opan draufsteht. Und es gibt eine Zusammenfassung von Waffen, die Indonesien zur Verfügung stand, wo dann Opalm und alle seine Eigenschaften aufgeführt werden. Wenn diese Kommission nicht etwa 6 Jahre lang gearbeitet hätte, ich hätte das nie herausgefunden, sondern die hatten ganz viele Leute, die hatten Zugang zur Kultur, zur Sprache, zu den Menschen. Ich als Schweizer Historikerin etwas über den Napalm-Einsatz in Timor herauszufinden, ich muss Ihnen sagen, ich wüsste nicht, wie ich das mache. Also was ja faszinierend ist an diesem Buch, ich sage es nochmal, das sind diese historischen Kontinuitäten. Wir haben damals den Kalten Krieg gehabt, den Systemwettbewerb, und sind jetzt, zur Überraschung vieler, wieder in einer Phase des Systemwettbewerbs, was sehr viele, auch zu Linken natürlich, extrem verunsichert. Die ganze Frage nach Pazifismus, Waffenexporten, Munitionsexporten etc. ist auf dem Tisch. Jetzt haben wir die Ankündigung von Herrn Brocher, der wichtigsten nationalkonservativen Politiker der letzten 30, 40 Jahre, eine Volksinitiative zu lancieren, um die Neutralität, die immerwährende Neutralität
in die Verfassung zu schreiben. Das ist neu. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu behaupten, es ist einfach die immerwährende Möglichkeit, auf alle Seiten Geschäfte zu machen. Ja, also das wäre jetzt immer ein abendfüllendes Thema. Ja, aber es geht in diese Richtung, weil wir nochmal jetzt analysieren zu wollen, einfach in Bezug auf die Aids-Chemie und die Haltung dieser Geschäftsleute und ihre Haltung heute. Ich meine, da war immer die Idee, wir müssen eigentlich Kriegsmaterialgesetzgebungen möglichst aushebeln. Bei Bürle ist das ganz typisch, der hat eigentlich dann 250.000 Pulverraketen, das war das Konkurrenzprodukt, Ems wollte ja Flüssigrakete, weil die hatten ihre Emserwasser, er hat dann diese 250.000 Pulverraketen direkt in die USA, direkt ins Kriegsgebiet nach Korea geliefert. Und da hat Bundesrat Etter, sein Jagdfreund, von Anfang an unterstützt. Die Bundesrat, der war zuerst allein, und mit der Zeit gab es da eine Einstimmigkeit im Bundesrat, dass das geliefert wird. Und dann hat man jetzt herausgefunden, daneben hat er auch völlig illegale Geschäfte gemacht. Er hat gesagt, er liefert nach Argentinien, wo das direkt nach Hyderabad ging, die einen Krieg führten noch gegen den sich formierenden indischen Nationalstaat. Also es war völlig illegal, es ist eigentlich die Bundesbehörde mit Falschangaben übers Ohr gehauen. Und da können wir jetzt sortieren, oder? Es gab sozusagen die Graubereiche der Ausfuhrgesetzgebung, dann gab es diese bundesrätliche Dehnung des Gesetzes, die wir bis heute haben, wo dann plötzlich Schweizer Waffen in Gebiete geliefert werden können, wo man guten Sachverstand einfach sagen muss, ja, hallo, das geht doch überhaupt nicht, da wird noch Krieg geführt, aber irgendwie geht es dann doch wegen der Arbeitsplätze und der Geschäftschancen. Und daneben haben wir die illegalen Geschäfte. Und da ist man zum Beispiel bei Bühle ist man dem nicht auf die Schliche gekommen während der Zeit, wo er das gemacht hat. Und man könnte dann sagen, wenn wir die Ems-Chemie Websites durchgehen, was da unter Geschichte steht, wir finden kein Wort über diese Nazi-Chemiker. Die tauchen da nicht auf durchaus 50 Jahreseinträge, ellenlanger Sermon, was da alles gelaufen ist. Wir finden weder Raketen, noch Zünder, noch Minen, noch Opal, noch irgendetwas von diesen Geschäften. Aber wir finden zum Beispiel den Hinweis, dass die Inventa so 300 Firmen gegründet hat, davon 120 in China. Und ich meine, diese Ems-Chemie wurde auch durch riesige Investitionen in China so groß und der globale Umsatz und Cashflow hängt auch davon ab. Und da können wir dann schon verstehen, dass die jetzt nicht irgendwie wollen, dass die Schweiz die Ukraine unterstützt. Ja, wir sind jetzt, Jakob Sahn hat es gesagt vorhin, darüber könnten wir jetzt noch stundenlang diskutieren. Ich habe vor anderthalb Stunden gesagt, so gegen 21.30 Uhr möchten wir dann langsam Schluss machen. Wir kennen auch die Aufmerksamkeitsspanne, nicht nur für historische Themen, auch an einem solchen Abend. Sie ist endlich. Und in diesem Zusammenhang gibt es von eurer Seite noch etwas, das ihr wirklich loswerden möchtet und sonst regular. Dir gebührt das Schlusswort. Ja, einfach etwas ganz Persönliches. Es sind heute Abend sehr viele Leute da, die ich kenne. Es sind zwei Enkelinnen von Werner Oswald gekommen. Ich finde das großartig. Und eine der beiden hat mich auch sehr unterstützt bei meiner Arbeit. Hat auch noch in einer alten Briefmarkensammlung, wo es eigentlich um die Briefmarken ging, aber die Briefe steckten zum Teil noch in den Umschlägen, hat sie mir alles zur Verfügung gestellt. Und ich möchte ihr und auch den Vertreterinnen der Familie Oswald ganz herzlich danken, dass sie gekommen sind. Ich finde das gut. Noch nicht ganz fertig mit meinem Dank. Ich meine, logischerweise, ich möchte Cordula danken, weil das Institut für Kulturforschung Graubünden hat es mir überhaupt möglich gemacht zu forschen, weil ich bin akademisch nicht eingebunden.
ich habe 4 Jahre meines Lebens fast ausschließlich gearbeitet, dass jetzt dieses Buch da auf dem Tisch liegt. Ich hätte das ohne diese finanzielle Unterstützung auch nicht machen können. Und es gibt auch sonst ganz viele Leute, die mir auf die eine oder die andere Art, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, aber alle irgendwie immer großzügig und irgendwo extrem nett mich unterstützt haben. Und für das möchte ich mich einfach ganz herzlich bedanken. Ja, ich denke, dem ist jetzt wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Wir bedanken uns.